Ich habe mir gerne Anmoderation ausgedacht. Ja, einen wunderschönen guten Tag heute zusammen. Es ist Sonntag, der 20.05. Wenn das Video kommt, vermutlich nicht mehr. Es ist Montag. Der 21.05. und wir sind hier bei einer Talk-Couch. Ja, wollen wir diesem Format irgendeinen speziellen Namen geben? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur über ein bestimmtes Thema reden. Ich dachte, es wäre so podcastmäßig zu zweit ein bisschen cooler, wenn ich da jemand habe, dass ich nicht nur meine Meinung dazu habe, beziehungsweise die Sachen, die ich weiß und womit ich mich auseinandergesetzt habe, sondern eben noch eine zweite Meinung, dass du halt Ideen mit einwerfen kannst und so. Okay. Und das Thema, das wir heute haben, sind Let's Plays auf YouTube, beziehungsweise der, ich nenne es mal, Untergang der Let's Plays auf YouTube. Klar, man kann sagen, es gibt Let's Play-Kanäle wie Gronkh oder Game Grumps, die verdammt gut laufen. Wir können ja auch kurz darüber sprechen, warum die so gut laufen. Können wir machen. Und so weiter. Aber wir haben einfach diese gigantische Flut an kleinen YouTubern, die alle keine Klicks machen, und auch größere YouTuber, die keine Klicks mehr machen auf Let's Plays. Ich glaube, das ist mehr so der. Ich glaube, das ist der zentralere Punkt, auf den ich eingehen will. Okay. Gerade wenn du dir die YouTube-Urgesteine anguckst, Looks Like Link zum Beispiel oder TrueMG. Mhm. Hunderttausende Abonnenten, die machen auf ein Video vielleicht noch 1000, 2000 Klicks. Und das ist richtig. Das, das ist ein bisschen unpraktisch. Woran das so alles liegen kann. Ja, viele sind dann auch, wenn du Emero kennst, der ist ja dann auf Twitch ausgewandert, der streamt jetzt noch, der macht dann YouTube-Videos. Okay. Und Herr DK zum Beispiel auch übergegangen auf Twitch. MOP hat ja jetzt auch ganz aufgehört, Let's Plays zu machen. Ja, genau, der macht auch keine Let's Plays mehr, der macht nur noch Gaming-Videos. Gut, er macht halt seine Let's Play-Streams, ja. Und Twitch halt wieder. Ja. Und die Frage ist halt, woran liegt das? Zuallererst würde ich sagen, klar, der Algorithmus. Ja, also. Der Algorithmus, ich habe das Gefühl, der steht im Moment wieder auf Watchtime. Also, je mehr von einem Video angeguckt wird, desto besser. Am besten komplett 100% die Videos angeguckt. Ja, und ich meine, je kürzer das Video, desto mehr sieht man sich davon natürlich an. Richtig. Und jetzt hast du halt ein Let's Play, das, gut, wir müssen jetzt nicht von Gronkhs ausgearteten Folgen sprechen, die dann eine Stunde 15 gehen, aber wir haben halt das Durchschnitts-Let's Play, das ist eine Länge von 20, 25 ja, Minuten. Ja, in der Länge ungefähr. Das, obwohl 20 Minuten jetzt noch eher geht als 30 Minuten oder so, zum einen finde ich, hat da nicht jeder Zeit. Wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, du hast 5 Let's Player, die du super cool findest, im Normalfall hast du mehr Let's Player abonniert als diese 5. Ja, natürlich. Würdest du dir von jedem davon jeden Tag ein Video angucken? Wenn wir bei 3 Stunden, die du einfach zwischendurch reinschiebst. Dann hat man nicht mehr viel anderes übrig. Richtig. Und dann geht man halt um 5 Uhr morgens wieder ins Bett. Ja. Nee, dann hast du halt, ich weiß nicht, dann guckst du halt nur noch das, worauf du wirklich Lust hast. Also ich gucke ganz gerne Let's Plays zum Einschlafen, dann bin ich auch froh, wenn die Folgen ein bisschen länger gehen. Und so, aber geht halt natürlich auch die Watchtime runter, beziehungsweise du hast halt auch nicht immer Zeit, den Let's Play anzugucken, ne? Ja. Du hast da, ja. Ja, also ich persönlich kann auch aus meiner Sicht sagen, dass ich inzwischen wirklich aufgehört habe, mir Let's Plays anzusehen. Und wenn, dann sehe ich mir eben mehr Let's Plays an von Videospielen, die ich eben nicht haben kann. Wie zum Beispiel, ich gucke ein bisschen in God of War 4 rein zum Beispiel. Da gucke ich mir dann zum Beispiel ein Let's Play von an, weil ich das eben selber nicht haben kann und eben dann möchte und dann eben sehen möchte, wie die Story so ungefähr aussieht und so weiter. Und warum hast du aufgehört, Let's Plays zu gucken? Es dauert meistens einfach wirklich zu. Es frisst so viel vom Tag weg. Und ja. Darum, ich glaube, dass der gesamte Shift vom Let's Player sein. Es gibt zwar noch die Leute, so die klassischen Let's Plays hochladen, ich meine, du lädst noch klassische Let's Plays hoch. Es gibt schon einige. Ja, ich stelle jetzt gar nicht in Frage, dass es noch viele davon gibt, aber... Würdest du sagen, es gibt zu viele davon? Ja, ich sag's mal so, es gibt halt immer noch, inzwischen sind es nicht mehr die Minecraft-Kiddies, inzwischen sind es die Fortnite-Kiddies. Ja, kommt im Endeffekt auf selber raus. Ja, also es gibt halt teilweise solche Trash-Channels, die einfach alles komplett vollfluten, aber ich persönlich habe einen generellen Trend gesehen, dass man anstelle das gesamte Let's Play hochzuladen,
man eher zu den Highlights rüberschneidet. Also zum Beispiel, da gibt es zahlreiche YouTuber, zum Beispiel Fitz und so weiter, nur um ein Beispiel zum Beispiel zu nennen. Nee, das sehe ich aber definitiv genauso. Und ich kann das auch von mir aus selbst sagen, dass ich eher auf so ein zusammengeschnittenes Video klicke und mir das gerne dann angucke. Das geht dann 6-7 Minuten. Sagen wir, es ist auf 10 Minuten gestreckt für die Werbung. 10 Minuten. Sagen wir fürs Meme, es geht 10 Minuten. dann ist es trotzdem, ich kann das angenehmer schauen, als eben eine 30-Minuten-Folge, die auch dann, sagen wir, langweilige Segmente drin hat. Ich meine, ich schneide ja schon langweilige Sachen raus, ne? Aber denn diese 10-Minuten-Videos haben eben nicht diese Momente, wo man rumläuft und so, wo muss ich denn jetzt lang? Wo muss ich denn jetzt? Ich muss ja, mal eben genau. Google zur Hilfe holen. Also sowas schneide ich natürlich auch raus. Das ist ganz klar mittlerweile. Früher habe ich das auch nicht gemacht, ganz ehrlich. Aber klar, du hast dann halt alles kompakt. Kann ich jetzt nicht machen, weil ich ja viele Spiele mit Story und so spiele. Ja gut. Das, ich habe dann gerade auch, wenn du sowas wie Breath of the Wild spielst oder so, wenn du was rausschneidest, dann geht was von der Natur und von der Atmosphäre verloren. Ja, das ist natürlich wieder so ein negativer Effekt. Also ich meine, ich mach's nicht gerne. Es hat den positiven Effekt eben, dass man besser unterhalten, dass man es ist kompakter, man wird besser unterhalten, weil es eben von Highlight zu Highlight geht. Aber andererseits kann eben Teil der Story verloren gehen. Deswegen glaube ich auch, dass Game Grumps noch so erfolgreich sind, weil deren Videos, das sind zwar normale Let's Plays, die nicht zusammengeschnitten sind, aber die gehen halt nur 12 Minuten, die Folge. Ja gut, das stimmt. Und die schauen auch, so kommt ein Projekt gut an, wenn ein Projekt nicht gut ankommt, dann machen die, dann nehmen die es halt nicht weiter auf. Ja gut. Dann lassen die halt ein Projekt bei 10 Folgen und das war's dann, das ist dann Schluss. Ja, ich meine, die haben ja auch den Vorteil, dass sie einfach an einem Tag die ganzen Folgen für die Woche aufnehmen und ja, einfach über die Woche nachgucken, wie das läuft. Ja, absolut. Ein weiterer Punkt, den was ich mir auf jeden Fall überlegt habe, was ein großer Punkt ist, ist eben, dass es gibt 2-3 sehr große YouTuber, die sich einfach etabliert haben. Ja, ich meine, es gibt du hast jetzt Papa YouTube, den Gregor Onk. Es gibt YouTuber, die einfach inzwischen zu YouTube-Kult gehören. Und richtig. Die man sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Und wenn sie irgendetwas in ihren Projekten anders machen würden, würde das mega kritisiert werden, weil die sich einfach nur fragen würden, was ist auf einmal mit denen verkehrt? Ja, nein, ich meine, das wirkt sich dann auch auf die ganze Let's-Player-Szene aus. Zum einen sind dann mehr so, ich will auch so sein. Ja, als ob du heutzutage als Let's-Player noch 5 Millionen Abonnenten hättest. Ich glaub's auch. Nein, aber die ganzen, dann gibt's dann halt die 10, 11-jährigen Kinder, die sich jetzt so denken, ja, ich will genauso sein. Ja, ich, hallo, mein Name ist Kronklon6969. Mein Name ist XXNoobSlasher. 2005 XX. Du hast jetzt Noob Slasher gesagt, damit Noob Slayer nicht wieder in deine Kommentare schreibt und sagt, dass er beleidigt ist. Heute unter Dinge, die so schon einmal passiert sind. Grüße gehen raus, gell? Nein, aber das führt dann wieder zur Überflutung und auch zu mehr schlechten YouTube-Kanälen, die keine Qualität bringen. Und du hast diese großen YouTuber, du hast Gronkh, du hast Dotendo, du hast Pizmeat und mit den drei YouTubern sind eigentlich sämtliche Neuerscheinungen gedeckt. Ja. Und es gibt eben viele Menschen, die dann entweder nicht schon abonniert haben und dann halt draufklicken, weil die sich denken, oh geil Gronkh-Video oder oh geil Pizmeat-Video oder die sich halt denken, so, ich will, so wie du, ich will jetzt in das Spiel reingucken, weil entweder ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen will oder ich kann es mir nicht kaufen, weil ich die Konsole dafür nicht habe oder so. Da würde keiner von sich aus auf die Idee kommen, sich ein Let's Play von einem 1000-Sub-Jungen anzugucken. Richtig. Weil man eben weiß, dass in den Millionen-Sub-Video natürlich deutlich mehr Arbeit drinsteckt. Nicht zwangsläufig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Gronkh mehr Arbeit in seine Videos steckt als du. Als ich, ja, zum Beispiel. Ich würde sogar sagen, dass in meinen Videos mehr Arbeit drin steckt, weil ich im Gegensatz zu Gronkh dann noch, manche Videos hat er, das ist jetzt nicht so zu verallgemeinern, aber in vielen Projekten hat er eben keine Endcards drin. Ja, gut. Und sowas eben. Ich würde sagen, das ist nicht mehr Arbeit, aber du hast eben bei diesen großen YouTubern die Garantie auf Qualität.
Ja, das stimmt. Es wird einen Grund haben, warum die so viele Abonnenten haben. Wenn du jetzt nach einem, wenn du jetzt schaust und dir denkst so, ja, ich schaue das jetzt bei dem kleinen YouTuber, ne? Kann es sein, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dadurch, dass der Markt eben so überschwemmt ist, dass es eben xxnoobslasher2005xx ist. Ne? Das ist so ein bisschen Roulette-Spiel. Ja, es kann sein, dass das ist ein echt guter YouTuber. Ich habe auch in meiner Abo-Liste habe ich YouTuber mit weniger Abonnenten als ich, die ich echt super finde, die ich echt gern schaue. Aber die halt eben auch aus den selben Gründen, ne? Ja, eben. Jetzt bin ich am Überlegen, irgendeinen Punkt hatte ich noch. Ach so, ja, richtig. Es ist auch dieser Shift, wenn du dir früher anguckst, wie Let's Plays früher waren. Es gab früher nicht viele Let's Player. Der Markt war sehr beschränkt, gerade zu Anfangszeiten von YouTube. Dann kamen die ersten Let's Plays 2007, 2008, glaube ich. Ja, vermute ich mal. Und du hattest in YouTube, hattest du eben, oh, ich weiß noch damals, als CK, der größte deutsche Let's Player, wow, 30.000 Abonnenten. Wie kann jemand so viele Abonnenten haben? Er ist der Größte. Kennt heutzutage noch jemand CK? Kennt ihr noch CK? Ich glaube, den kennt man heute nicht mehr. Ja, ist mittlerweile auch. Nach Twitch ausgewandert. Das ist leider auch das Thema. ja, aber du hast. Zugegeben, das waren auch noch die YouTube-Zeiten, wo Fred der meist abonnierte YouTube-Kanal war. Ja. Ja. Oh ja. Nee, aber du hattest. Es gab diesen Shift zu, ich werde immer fauler, ich mache meine Videos, ich bereite mich nicht auf Videos vor. Weil so damals gab es sowas wie Blind Let's Plays, wäre niemandem in den Kopf gekommen. Die haben die Spiele, viele Let's Player haben da davor, bevor sie das Spiel Let's Played haben, in kürzerer Zeit, also so eine Woche davor oder so, schon mal durchgespielt, um an keiner Stelle zu hängen, beziehungsweise an schwierigen Rätseln nicht zu hängen. Dann haben die sich vor jeder Folge noch eine Liste mit Gesprächsthemen gemacht, über die sie sprechen, haben dann Trivia und Facts zu den Spielen gemacht und das hat eben die Let's Plays halt auch viel interessanter gemacht. Da gab es dann auch nicht das, was du angesprochen hast, wo geht's jetzt lang, wo muss ich, hallo? Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen, sondern es war eben, es ging halt straight durch, du hast dann Fakten ins Gesicht geklatscht, gekriegt zum Spiel. Das sieht man bei mir ja auch jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Spieler wie Wind Waker, das ich schon mal gespielt habe. Ich weiß, was ich zu tun habe, ich kann Fun Facts dazu erzählen. Nein, so. Ja, nein, du weißt auch nicht mehr immer, was du zu tun hast. Ich erinnere nur allzu gerne an unsere verwunschte Bastion-Video. An unseres verwunschten Bastion-Video. Ich hab mich sehr gut ans Ziel geglitscht. irgendwie haben wir es dann dahin geschafft. Es hat funktioniert. Nach einer ganzen Folge umherirren. Ja, nee, aber auf jeden Fall kann ich dann auch so Facts dazu erzählen und so. Und das macht halt, das wäre jetzt so ein Let's Play schon auch. Aber heutzutage ist halt so, wenn du als Let's Player gut Klicks machen willst, auch als kleinerer Let's Player, dann bist du gezwungen, Blind Let's Plays zu machen. Weil zum einen hast du nicht die Zeit, die ganzen Spiele zweimal zu spielen. Die Sache ist einerseits, inzwischen sind ja Spiele deutlich größer geworden. Ich meine, ich hänge zurzeit ein bisschen in Assassin's Creed Origins fest und ich habe da schon über den Tag Spielzeit rein investiert. Und ja, du hast die meisten Spiele, die heutzutage auf den Markt kommen, dann so 18 Stunden Spielzeit. Mindestens. Und dann musst du natürlich auch, um auf YouTube irgendwie vom Algorithmus wahrgenommen zu werden, 5 Projekte gleichzeitig. Ja. Ja, wie bin ich hier, Persona 5, Breath of the Wild, Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn und Far Cry 5 von Mino Kuni oder sowas. Das sind dann 5 Projekte gleichzeitig, die dann 900 Folgen pro Projekt. Ja. Und eben die Sache, das Ganze muss natürlich am besten einen Tag nach Release oder ein Tag vor und dann Release bereite dich schon ja, rauskommen. Ja, richtig, am besten vor Release, weil es gibt ja immer Leute, die sich halt irgendwie davor die Spiele schnorren. Mhm. Ja, also das hier ist eine Presseedition, die mir EA zugeschickt hat. Nee, das ist ja dann, das finde ich kein Problem. Das ist ja eine gute Promo-Aktion, davon profitiert die Company. Aber es gibt ja Unternehmen wie GameStop, weißt du, wenn du damit mit Mitarbeiter befreundet bist, die haben die Spiele halt schon mal einen Tag früher da. Dann kriegst du halt schon mal einen Tag früher dein Spiel und hast halt möglicherweise. Doch. Ja. Doch. Definitiv. So wie ich im Kino vielleicht Filme früher sehen kann. nein, auf jeden Fall musst du das halt am ersten Tag bringen. Und dann kannst du dich halt nicht drauf vorbereiten.
Natürlich. Wie willst du dich auf ein Spiel vorbereiten, wenn sofort, wenn es rauskommt, musst du aufnehmen? Und dann musst du gleich am besten, habe ich bei Breath of the Wild gesehen, dass es da Let's Player gab. Whoops, WhatsApp, please. Dass es Let's Player gab, die haben am ersten Tag 5 Folgen rausgehauen. Ja, ich meine, so schwer ist das. Am ersten Tag 5 Folgen Breath of the Wild. Ja, aber in der Hinsicht ist das nicht so schwer, denn sobald man das Spiel natürlich erstmal angefasst hat, spielt man das natürlich erstmal so ein paar Stunden lang. Ja, weil natürlich. Man die Zeit hat. Und dann kommen eben, dann kann man natürlich, wenn man das wieder auf seine 20, 30 Minuten zusammenschneidet, kommen dann natürlich seine 5 Displays zusammen. Gut, aber da. Das ist die Werbepause. Das ist die Werbepause. Hast du pausiert? Nein. Okay. Das ist die Werbepause. Die Kamera ist eh aus irgendwelchen Gründen. Oh. Oh. Das heißt, wir haben jetzt nur den Ton. Nö, ich meine, an und für sich macht das dann nichts. Das heißt, wir nehmen einen Freeze-Frame und dadurch können wir dann noch länger reden. Dadurch sind wir jetzt an nichts gebunden. Unlimited Power. Was war denn mein Punkt? Darüber, dass innerhalb des ersten Tages schon 5 Let's Plays zu dem neuen Spiel rauskommen. Achso, ja, natürlich. Dadurch etablierst du ja auch deine Marktstellung. Deine Stellung auf dem Markt der Let's Player. Weil gerade wenn du ein großer YouTuber bist und dann haust du 5 Folgen am Tag raus. Ja, dann sagst du und natürlich Leute sind halt gehypt auf das Spiel, dann gucken sie sich halt bei dir an. Ansonsten würden die sich vielleicht eine Folge bei dir und dann noch eine Folge bei dem anderen, gerade bei solchen Spielen, die am Anfang so unterschiedlich sind, wo du halt alle Optionen hast. Mhm. Deswegen würde ich sagen, dass ich komm, was ist mein Fazit? Das Fazit ist, dass normale Let's Plays sterben. Und inzwischen nur noch große Let's Player erfolgreich sind und es ansonsten einen generellen, sehr starken Shift zum Highlight Reel gibt, anstelle der normalen Let's Plays. Dann seien wir ehrlich, guckst du dir noch vollständige PeteSmeet-Videos an? Ich hab mir tatsächlich noch nie PeteSmeet-Videos angeguckt. Uff. Außer Cards Against Humanity. Nein, aber ich guck mir komplette Let's Plays an. Ja, also ich persönlich zum Beispiel von PeteSmeet, da habe ich mir früher relativ viele Videos von angesehen und inzwischen gucke ich mir eigentlich nur noch das Beste auf PeteSmeet jeden Monat an. Nee, im Moment Projekte, die ich aktiv gucke, sind jetzt sind wir wieder bei etablierten YouTubern, bei Gronkh gucke ich im Moment Echo. Okay. Weil ich das wahnsinnig interessant finde. Ist auch nicht so langweilig dadurch, dass es ein Together ist. Die spielen es zu zweit. Ich gucke mir auch nur die Folgen an, die wir zurzeit aufnehmen. Und ich gucke bei Eclair, das ist ein kleiner, also 13.000 Abonnenten hat, die gucke ich im Moment Meisterdetektiv Pikachu. Ah, nice. Das ist ein geiles Spiel. Will ich auch irgendwann Let's Playen, wenn ich die Möglichkeit habe, 3DS zu capturen. Aber dafür musst du halt erstmal wieder Geld dafür investieren, richtig, dass der 3DS das, umgebaut das ist auch wird. So eine Problematik. Du hast halt als großer YouTuber kriegst du das Geld in Allerwertesten geschoben und dann kannst du auch investieren. Aber alles, was ich mir jetzt an Equipment kaufe, muss ich ja von meinem Verdienst, von meinem Monatsgehalt ausgeben. Und die Zeit, die er mehr arbeitet, um mehr Gehalt zu bekommen, kann natürlich weniger an seinen Kanal stecken. Richtig. Ich habe generell das Gefühl auch, dass der YouTube-Algorithmus sich ständig wechselt, weil ich hatte jetzt die letzten Monate hatte ich ein ziemlich krasses Plus. Also da ging es richtig bergauf. Aber jetzt seit einem Monat ist es wieder total am Stagnieren. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe an meinen Videos nichts geändert. Es kommen jeden Tag 2 Videos am Tag. Hm. Ich habe an den Texten nichts geändert. Ich habe an der Länge nichts geändert. Aber es ging halt von jetzt auf nachher, ging es halt von 14 bis 17 Abonnenten plus auf einen im selben Zeitraum 4 Abonnenten plus. Ja gut. Das ist halt schon ein krasser Unterschied dadurch, dass sich halt nichts verändert, also wirklich gar nichts verändert hat. Naja, es ist auch immer, es ist so eine Sache, wie der Algorithmus mitspielt. Ich würde sagen, als Let's Player, du schaffst es nicht mehr heutzutage als Let's Player groß zu werden, wenn du nicht irgendwie groß gezogen wirst. Also, hat man ja bei Tobinator gesehen, seit er viel halt mit Gronkh macht,
hat der auch krass viele Abonnenten gekriegt, logischerweise, weil viele Leute gucken Gronkh und dadurch hat sich Tobi auch so einigermaßen etabliert und so. Aber wenn du von dir aus eben versuchst, groß zu werden. Ja, sich alleine hochkämpfen ist nicht mehr so effektiv. Wenn du größeren YouTubern den Dick sagst, funktioniert das natürlich. Das muss ich rausschneiden, bzw. auspiepen. Verdammt. Goddammit. Sonst noch was? Abschließend würde ich sagen, du hast als kleiner YouTuber prinzipiell die Arschkarte gezogen, weil du auch keinerlei Unterstützung von YouTube bekommst, was irgendwas angeht. Ja. Die großen YouTuber haben sich etabliert, die Lücke zwischen groß und klein wird immer größer. Für deine Videos interessiert sich keiner und wenn du nicht wirklich aus Interesse und aus Spaß daran Let's Plays machst, würde ich dir auch nicht empfehlen, mit Let's Plays anzufangen, wenn du wirklich erfolgsorientiert bist. Das klingt schon mal sehr optimistisch von dir. Wieso? Das war Sarkasmus. Ach so. Nee, wenn du erwartest, dass du mit... Gut, Let's Plays sind halt auch mit die einfachsten Videos, die du auf YouTube machen kannst. Du setzt dich hin, du startest das Spiel, du klickst aufs Aufnahmeprogramm und am Schluss schnippelst du. Nee, du öffnest OBS, wenn du wirklich faul bist, dann öffnest du einfach OBS, startest das Spiel, nimmst vielleicht so 20 Minuten auf, 40 Minuten auf, irgendwann drückst du auf Pause. Wenn du Bock hast, dann teilst du es eben noch auf, dass es bessere Stückchen sind, dass man eben halbwegs ein Motiv dahinter erkennt und dann lädst du das halt hoch. Du musst, wenn du richtig faul bist, musst du zwischendurch nicht mal Audacity laufen lassen, dass du das Rauschen im Hintergrund rausnehmen kannst oder so. Und dann kannst du es einfach hochladen. Wer ein Elite-Beispiel davon sehen möchte, guckt sich mein Hot Hammer hier in die Let's Play an. Ja, das fandest du alles auch in der Beschreibung. Logischerweise, as always. Ah, Gott, das waren tolle Zeiten, wo man sogar noch die Taskleiste unten von mir sehen konnte. Ist mir letztens aber auch passiert, dass ich aus meinem Elgato-Capture-Programm, weil ich mache das ja so, ich nehme ja nicht mit dem Elgato-Capture-Programm auf, sondern ich nehme mit OBS den Elgato-Fullscreen auf. Okay. Und ich habe rausgeklickt, dass er eben auch die Taskleiste unten gesehen hat. Es ist Quality. Nein, passiert natürlich. Ja. Ich habe eine Echo-Folge von vorgestern oder so, hatte Gronkh irgendwie so ein 1-Minuten-Lag, wo er 1 Minute Standbild hatte. Also es kann sowas passieren. Ah, auch den Besten passiert das. Ja, eben. Und mit diesen Worten beenden wir diese kurze Aufnahmegeschichte Podcast. Mit... Podcast mit Svante und Daro. Yeah! Subscribe to Herr Daro. And subscribe to El Svanto. Yay. Svantissimo. Und bald kommt eine neue Let's Play Reihe von uns beiden raus. Ja, das ist jetzt ein offizieller Teaser. Windbreaker ist sehr bald fertig. Wir können ja heute auch noch ein paar Windbreaker Videos aufnehmen. Was heißt ein paar? Ich habe noch genau 2 aufzunehmen. Perfekt. Das ist doch ein paar. Ein paar sind 2. Ein paar Schuhe. Ey, bis dann, Freunde. Tschüss.